Promi-Geflüster unterwegs. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit doch mal den Schritt gewagt, rauszugehen. Denn zwei Musiker, zwei Musikanten, ein Schlagerduo vielmehr, sie sind auf Promotour und haben Station gemacht heute in Karlsruhe. Und da haben wir uns jetzt vorm Eingang des Karlsruher Zoo getroffen, unweit vom Bahnhof, denn sie müssen ja schon wieder weiter. Und das in der Corona-Zeit. Erstmal hallo und herzlich willkommen in die Runde. Jan und Jascha. Hallo. Ja, Jan und Jascha, wenn ich den Namen so ja, jetzt mal anhöre quasi, oder den Duo-Name, so lange gibt es euch, glaube ich, noch gar nicht, als Jan und Jascha mit einer CD. Genau, also uns gibt's so als Jan und Jascha seit ein paar Jahren, aber wir bringen jetzt am Freitag, am 29.05. unser erstes Album raus. Okay, also wie es hier in der Information steht, ihr seid natürlich auch schon seit 20 Jahren trotz allem musikalisch kräftig unterwegs. Ja, wir sind sogar seit 30 Jahren musikalisch unterwegs, ja, tatsächlich. Wir haben in der zweiten Klasse haben wir angefangen, Musik zusammen zu machen. Und seitdem machen wir das auch, ganz genau. Okay, wir kommen jetzt gleich aufs Album zu sprechen, aber jetzt würde ich doch mal sagen, auch das steht hier jetzt in meinen Informationen drin, ihr kennt euch ja schon aus dem Sandkasten. Von Kindesbeinen an sozusagen. Genau, also aus der ersten Klasse tatsächlich, ja. Jetzt wäre es doch, glaube ich, ganz toll und interessant, wenn ihr euch wirklich schon so lange kennt, na, weiß ja jeder über den anderen besser Bescheid als sonst einen meint. Ne? Beschreibt euch doch mal gegenseitig, so mit 3-4 Worten. Ja, also. Du über den Jascha, Jascha über den Jan, ne? Genau. Ja, also, der Jascha ist auf jeden Fall ein sehr musikalischer Mensch. Er hat von Kindesbeinen an, wie ich, Musik gelernt. Er ist zum anderen ist er sehr motivationsfähig. Also das heißt, er ist der von uns beiden, der eher mal sagen würde, so, das packen wir jetzt an und das machen wir noch, während ich eher so ein bisschen entspannter bin. Mhm. Und ganz genau. Brauchen wir noch was Negatives, was ich über dich erzählen soll? Mir fällt bestimmt auch was ein. Ja gut, dann behalten wir das doch in der Hinterhand und erzählen nur die Positiven. Ja, also beim Jan fallen mir natürlich direkt ein paar Schlagworte ein. Und zwar zum einen die Gelassenheit. Die steht bei ihm an erster Stelle. Das heißt, ich muss ihn schon hin und wieder mal antreiben, aber ich meine es eher positiv. Also Gelassenheit ist ganz oben bei ihm. Dann ist es Kreativität, schreibt sehr viele Texte. Und die negative Eigenschaft, die kommt vielleicht dann sonst noch später. Mhm. Also daraus höre ich schon, ihr schreibt eigentlich eure Titel, die auf der CD jetzt zu finden sind, alle selbst, oder? Genau, die schreiben wir alle selbst. Mhm. Zusammen mit unserem Produzenten Ivo Moring in Hamburg arbeiten wir an den Titeln. Und zwei Songs sind auch zusammen mit Tobias Reitz, dem Textdichter, entstanden. Ja. Ist natürlich auch ein Name, den man in der Szene schon lange kennt. Genau. Ja, das Album sind jetzt 13 Titel, glaube ich, drauf. Als du, was ist es für eine Musikfarbe? Wo würdet ihr euch wieder einordnen? Also wir nennen das, das ist so eine Mischung aus Folk-Pop und Folk-Schlager. Folk deshalb, weil wir verarbeiten viele Folk-Instrumente und viele Folk-Einflüsse in unserer Musik. Der Jan spielt viel Banjo, ich spiele Akkordeon und Irish Bouzouki ist auch dabei. Genau, und dann ist es eine Mischung aus Pop und Schlager. Das überlassen wir aber auch gern den Zuhörern selber, was sie dazu sagen. Ob es Pop oder Schlager ist, wir machen einfach die Musik, auf die wir Bock haben. Und ihr habt eigentlich erst jetzt so richtig quasi das Gemeinsame gefunden. Ich meine, ihr habt ja natürlich, jeder für sich macht schon Musik, aber jetzt erst ist die CD entstanden, erst über 20 Jahren. Warum eigentlich? Ja, also wir haben in vielen verschiedenen Bands vorher gespielt, haben auch tatsächlich lange Zeit Englisch gesungen, sind dann irgendwann auf Deutsch übergeschwenkt, weil wir einfach das Gefühl haben, uns da viel besser ausdrücken zu können als mit englischen Schulenglisch-Texten. Und die CD ist jetzt erst rausgekommen, weil wir tatsächlich erst seit einem Jahr eine Plattenfirma, nämlich Sony Music, gefunden haben, die das jetzt mit uns zusammen angeht, weil wir selber hätten einfach gar nicht die Möglichkeiten, das so sonst zu präsentieren, so vielen Leuten. Also wir spielen ja jetzt im Fernsehgarten am Wochenende, wir spielen bei Immer wieder sonntags. Und das sind alles Sachen, die unsere Musik auch benötigt, damit viele Leute auf uns aufmerksam werden. Ja, also ich sehe es schon, dieses Jahr ist ein generell viel junges, viel frischer Schlager und viel frische Musik in den Sendungen vertreten.
Finde ich auch gut so. Ich glaube, da kommt gerade eine ganz neue Welle auf uns zu, oder? Ja, also wir haben auch festgestellt, dass da gerade ein großer Wandel herrscht. Ja. Dass auch die Grenzen zwischen den Genres immer mehr zerfließen, was wir auch gut finden, weil wir einfach sagen, Musik braucht auch gar keine Grenzen. Da muss man keine Genres abgrenzen voneinander. Und wir merken, dass tatsächlich eine ganze Menge da los ist im Moment. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir dabei sein können. Ja, unbedingt. Natürlich lebt jetzt der Musiker von den Auftritten. Aber jetzt in der jetzigen Zeit ist das wahrscheinlich auch bei euch jetzt nicht unbedingt so gegeben, oder? Ja. Nee, also das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Uns wurden unheimlich viele Auftritte abgesagt, festgebuchte Sachen, wo wir natürlich auch finanziell sehr drunter leiden, weil wir als Musiker davon leben, von den Auftritten. Aber nicht nur wegen des Geldes, sondern einfach, weil wir die Bühne eigentlich brauchen für uns. Und das ersetzt leider auch kein Instagram-Livestream oder sowas für uns. Mhm. Das ist okay, das machen wir auch gerne, damit die Leute draußen einfach was von uns zu hören kriegen. Aber wir spielen halt am liebsten auf der Bühne und das bricht gerade für uns weg. Deshalb sind wir umso dankbarer, dass zumindest die TV-Shows jetzt zumindest ohne Publikum wieder stattfinden. Genau. Nee, das ist auf alle Fälle doch schon mal wieder ein Schritt nach vorne, dass man sich überhaupt mal wieder zeigen kann und mal sagen kann, hallo, uns gibt's auch noch. Ne? Und dabei habt ihr eigentlich ja schon letztes Jahr, glaube ich, ganz gut gestartet. War da auch bei verschiedenen Kollegen als Vorgruppe mit dabei, wenn man nur dran denkt, die Kelly Family, ne? Oder Christina Stürmer, was kann man da dazu sagen? Ja, also letztes Jahr war auf jeden Fall die Kelly Family ein Riesending für uns. Mhm. Da durften wir 5 Konzerte von der Open-Air-Tour mitspielen. Und das erste war auf der Lorelei. Da waren wir vorher noch nie und waren ganz begeistert überhaupt von der Location. Das ist eine Freilichtbühne oben über dem Rhein. Und als wir dann da angekommen sind und dann abends auf die Bühne durften, da hatten wir ganz schön schlotternde Knie. Da standen über 10.000 Menschen, die uns nicht erwartet haben, weil die Kelly Family nie mit Vorband gespielt hat. Mhm. Und die haben gesagt, klar, kommt doch einfach mal, wir probieren das mal aus, mal gucken, wie es ist. Und da wird man schon ganz schön nervös. Aber so vom ersten Moment an, wir haben uns gesagt, irgendwie alles oder nichts und haben sofort versucht, Mitsingteile in den ersten Song mit reinzubringen. Haben gesagt, hier, und jetzt singt doch mal den und den Part. Und die haben wirklich sofort mitgemacht. Wir haben so viele Menschen da singen hören wie noch nie und also für uns, ne? Und das war wirklich schon Wahnsinn. Also wir waren echt begeistert davon und die restlichen Konzerte, die wir mitgespielt haben, die waren genauso. Also es ist eine Riesenerfahrung für uns gewesen. Da sind wir sehr glücklich und auch sehr dankbar an die Kelly Family, dass wir mitmachen durften. Ich wollte da noch was zu sagen zur Kelly Family, weil wer die Kelly Family kennt, die nehmen niemals haben die in ihrer ganzen Laufbahn eine Vorband mitgenommen. Und das war für uns eine Riesenehre, da spielen zu dürfen. Das lag unter anderem daran, dass wir viele Straßenkonzerte in den letzten Jahren gegeben haben und Angelo und Co. sich das tatsächlich auch erstmal auf YouTube angeschaut haben, dass wir auf der Straße gespielt haben und wo wir auf der Straße gespielt haben. Und das war auch einer der Gründe, warum die gesagt haben, okay, wir haben früher auch auf der Straße gespielt, wir nehmen die Jungs mit. Mhm. Toll, toll. Ja, klar, da gibt es dann wieder so die Querverbindung quasi, ne? Die neuen Medien, du hast gerade angesprochen, YouTube und so weiter, die bieten natürlich auch eine Plattform für Promotion und so weiter. Wie nutzt ihr die? Ja, also wir sind natürlich sehr auf Instagram und Facebook aktiv. Also wir posten fast jeden Tag Stories, was wir gerade machen, wo wir gerade sind. Das interessiert die Leute ja auch sehr. Man kann ja auch viel gerade in den Instagram-Stories machen. Man kann live gehen, man kann momentan halt auch seine Songs dort präsentieren live. Ja, also wir versuchen es schon zu nutzen, so wie es geht. Wir sind auch sehr dankbar, dass der YouTube-Kanal Mein Herz schlägt Schlager uns jetzt immer mit den neuen Singles präsentiert und auch der YouTube-Kanal Songpoeten. Das bringt uns auch sehr viel, einfach weil da unheimlich viele Abonnenten drauf sind auf den Kanälen. Sehr gut. Also du hast gerade schon erwähnt, Fernsehgarten steht an, immer wieder Sonntag steht an. Das sind ja so einer der wenigen Sendungen, die es eigentlich noch gibt. Also es wird ja sonst immer ein bisschen dünner, die in den Medien, fernsehmäßig. Wie seht ihr die Situation? Ja, absolut. Also Musik findet immer weniger statt im Fernsehen tatsächlich, in den TV-Shows. Das wird auf jeden Fall weniger. Umso glücklicher sind wir natürlich darüber, dass wir da spielen dürfen. Mhm. Fernsehgarten ist ja eine Institution, auch immer wieder sonntags. Ja. Im MDR Musik für Sie haben wir auch letztens in Wörlitz gedreht und das wird auch noch ausgestrahlt. Okay. Da sind wir jetzt im Moment, gerade jetzt, wo die Konzerte wegfallen, sind wir natürlich mega glücklich darüber, dass wir da auftreten dürfen. Mhm. Dass die Shows jetzt wieder stattfinden, natürlich ohne Publikum. Ja. Aber das Publikum vom Fernsehen ist natürlich da.
jetzt zum Teil mehr noch als vorher, einfach weil es der Ersatz ist natürlich für die Live-Sachen. Und da freuen wir uns natürlich mega drüber, dass wir jetzt da dabei sein dürfen wieder. So, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen auf die aktuelle Situation natürlich doch nochmal kommen. Corona, hin Corona her, auf was freut ihr euch jetzt wieder, wenn alles ein bisschen gelockerter ist? Was hattet ihr vermisst in der Zeit? Also definitiv, so wie wir gerade schon gesagt haben, sind es die Konzerte einfach, dass man wirklich vor Menschen spielen kann, dass man die Reaktion von den Menschen mitbekommen, dass man gemeinsam singen kann und gemeinsam Musik machen. Das macht unsere Konzerte auch immer aus, dass wir wirklich versuchen, das Publikum immer mit einzubinden, dass alle irgendwie immer mitsingen können. Das fehlt uns auf jeden Fall. Es fehlt uns aber natürlich auch im privaten Bereich einfach diese Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, dass man sich mal in den Arm nehmen kann, ohne dass man in einem Haushalt wohnt, ja, dass man mit mehreren Leuten um den Grill rumsteht. Und so, und das fehlt auf jeden Fall. Da freuen wir uns drauf, wenn das wieder losgeht, auch wenn das sicherlich noch ein Weilchen dauern wird. Definitiv. Ne? Dir geht es da wahrscheinlich genauso. Kannst du es wahrscheinlich nur unterstreichen. Ne? Ja, genau. Also Konzerte ist das, was mir auch am meisten fehlt. Allerdings habe ich sehr genossen die Zeit, wo gar nichts ging, wo ich mit meiner Familie einfach sehr viel Zeit verbringen konnte. Extreme Entschleunigung hat die Zeit ja auch mit sich gebracht. Wir hatten alle keine Termine plötzlich. Wir mussten quasi zu Hause bleiben. Ich konnte mich toll mit meinen Kindern, mit meiner Familie beschäftigen, so viel wie noch nie. Und wir haben jeden Tag irgendwie, wir hatten ja Gott sei Dank keine Ausgangssperre. So konnten wir zumindest spazieren gehen, Radfahren und so in der Familie. Und das muss ich sagen, das nehme ich auch mit aus dieser Zeit und das werde ich auch so fortführen, dass ich einfach mehr mit meiner Familie mache, wenn es die Zeit erlaubt dann. Und jetzt nochmal einen ganz kleinen Sprung zur CD doch nochmal. Wie gesagt, 13 Titel sind es drauf. Musikfarbe haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Gibt es irgendeinen Lieblingstitel, den ihr jetzt besonders, den ihr so besonders gern habt? Oder ja? Ja, also ein Titel, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist Gute Reise. Mhm. Gute Reise erzählt ja von meinem Opa, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Der Tod hat mich sehr beschäftigt und mein Opa war ein großes Vorbild. Der hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit Musik über Wasser gehalten, hat in irgendwelchen kleinen Kneipen und Clubs gespielt und war für mich musikalisch und menschlich ein Riesenvorbild. Von daher ist das ein Song, der mir besonders wichtig ist und ein cooles Projekt, was wir jetzt auch noch mit aufs Album genommen haben, ist der Song Ganz groß, denn wir durften für den Kinofilm Conny, den ersten Animationsfilm von Conny, der jetzt in die Kinos kommt, einen Song schreiben und den haben wir noch mit aufs Album gepackt, den finden wir auch ziemlich cool und den werden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr dann noch als Single veröffentlichen. Sehr schön. Ansonsten sind es ja wirklich auch Geschichten, die auch so das Leben schreibt, die ihr auch zum Teil erlebt habt, oder? Ja, genau. Also das Album heißt ja Liebesleben. Genau. Und das ist wie eine Art Tagebuch, nur nicht ans Liebe-Tagebuch, sondern ans Liebe-Leben geschrieben. Und alle Songs handeln tatsächlich von Dingen, die wir erlebt haben, die mit uns direkt zu tun haben, über die wir nachdenken. Das ist uns schon wichtig, dass wir nicht einfach irgendetwas schreiben über irgendwelche Themen, sondern das muss immer mit uns zu tun haben. Und deshalb heißt das Album auch Liebesleben. Und wir erzählen von unserer Kindheit. Wir erzählen von den Dingen, die wir lieben und teilweise auch von Gedanken über die Zukunft. Also es ist auf jeden Fall alles dabei, was uns ausmacht. Ja, und dann gibt es noch so ein schönes Lied drauf, kommt mir gerade jetzt in Erinnerung, als ich es nochmal durchgehört habe, so ganz grob, über die Lieblingsbar sozusagen. Ne? Geschichten aus der Bar. Was kann man da dazu sagen? Ja, genau, richtig. Da haben wir tatsächlich über eine Bar geschrieben, die wir sehr mögen und wir haben gedacht, irgendwie, da muss man doch auch mal irgendwie was drüber singen und sagen, dieses Gefühl, wie ist das denn in unserer Lieblingsbar tatsächlich, dass man einfach sagt, das ist alles ein bisschen runtergekommen zum Teil, aber einfach dieser Flair, der noch da drin herrscht, wo wir gesagt haben, das muss in einen Song verpackt werden. Das haben wir gemacht in dem Song Unsere Bar, genau. Ja, weil gerade in einer Bar, da erlebt man ja wirklich Geschichten oder im Stammlokal oder wie auch immer. Ne? Da kommt ja wirklich alt und jung zusammen, arm und reich. Also, ja, genau, richtig. Und das ist auch so ein bisschen diese Atmosphäre, die wir einfach mögen, weil wir es mögen, unter Menschen zu sein und Geschichten zu hören und dann musikalisch Geschichten wiederum zu erzählen. Das ist das, was uns wirklich... wo wir viel Spaß dran haben. Okay. Weil ich sehe es eigentlich auch bei uns immer wieder. Es ist dieses Gasthaussterben, wo wirklich früher Tradition war.
findet mehr und mehr statt. Also man hat kaum noch einen Gasthof im Ort. Ne? Ja, das ist tatsächlich aber so, dass wir, also wir kommen ja aus Solingen und da gibt es noch ziemlich viele Kneipen und Eckkneipen und wir machen so ein- bis zweimal im Jahr auch eine richtige Kneipentour, wo wir auch ganz bewusst dann mal in Kneipen gehen, wo man sonst eigentlich immer nur dran vorbeifährt. Ja. Und das ist richtig geil. Also wir waren letztens auf einer Kneipentour, da sind wir eine Kneipe gegangen in Solingen. Da gibt es ja wirklich, ich sag mal, 100 Kneipen noch in Solingen. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Kneipen es da gibt. Und da waren wir in einer ganz alleine in dieser Kneipe, haben schönes Bier getrunken und dann hat der Wirt erstmal eine tolle Platte von Grönemeyer aufgelegt, also eine richtige Schallplatte noch. Und also das war so ein Gefühl, einfach richtig toll. Und das kann man tatsächlich nicht in irgendwelchen großen Szene super coolen Style-Bars, sondern in den Eckkneipen erleben. Ja, definitiv. Ja, na, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, euch viel, viel Erfolg mit dem neuen Album oder mit dem ersten Album, mit dem Erstlingswerk, dass noch viele kommen werden, hoffentlich nicht das letzte. Auf jeden Fall, also ja. Musik werden wir machen, bis wir irgendwann nicht mehr da sind. Ja. Sehr gut. Okay, irgendwann, wie gesagt, sehen wir uns vielleicht auch mal bei einer Fernsehsendung. Da ist uns ja leider momentan auch der Zutritt verwehrt, leider. Ja, klar. Aber in diesem Sinne... Euch alles, alles Gute, viel Gesundheit. Wir haben den Abstand hoffentlich richtig eingehalten. Wir hoffen es, ja. So gut es ging, genau. Und jetzt trinken wir noch unsere Apfelschorle. Und, ja, vielen Dank fürs Interview. Und euch alles Gute. Dankeschön. Ja.